Moin zusammen und willkommen zurück zu Gunzan, die dunkle Dämmerung. Im letzten Part haben wir eine sehr interessante Begegnung gehabt mit Kisame und einem maskierten Mann, der auch überhaupt nicht Alex ist. Und die hatten dann Reef entführt und dann doch wieder nicht, weil Reef ist jetzt bei uns und jetzt haben sie uns den Weg versperrt und was ist hier los? Gut, wir haben ja Reef jetzt bei uns. Natürlich ist es ein Wasseradept, wie sollte es auch anders sein? Kann Regenschauer? Schön. Und wie ich im letzten Part auch schon gesagt habe, ich bin kein großer... Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte was anderes machen. Ich wollte eigentlich heilen, aber das kann ich nur, wenn ich die Gins benutze. So. Reef hat natürlich auch von sich selbst schon einen Gin dabei, nämlich Geysir. Und da ich ja gerne möchte, dass das auch alles seine Richtigkeit hat, kriegt er natürlich den zweiten Gin mit dazu. Und ich werde mal ihn kurz Darkrai weiter nach hinten setzen, damit ich Böe vorne habe, ja? Das ist jetzt Darkrai. So, fertig. So, den Gin tue ich jetzt auch erst bei diesem Part mitzählen, nicht bei vorher ein paar, weil wir da ihn noch nicht gesehen haben. So, und leider haben wir jetzt auch keinen schönen Eintrag bekommen. Was denn? Geysir betrifft, den gucken wir auch nochmal eben ganz schnell nach. Und was natürlich bei den Merkur-Gins, nämlich hier Geysir. Dieser Eisgeist ist ein Freund von Reef. Er hüllt seine Feinde in Kälte und lässt sie bitterlich erfrieren. Oder frieren, eher gesagt. Und das Ding ist, what the fuck? Was ist das? Licotti, is that you? Okay. Gut. Ich wollte, wie gesagt, hier Chiara und bitte heilen. Dankeschön, weil wir sind ein bisschen kaputt gegangen beim letzten Kampf und wir haben auch kaum noch Synergie. Und wir müssen jetzt nach Harpa. Die Namen, also die Städtenamen hier in diesem Gorenzan-Teil sind echt schlimm. Bevor wir da hingehen, schauen wir uns natürlich hier noch ein bisschen um. Weil wir können ja auch hier hochklettern und hier rüber und hier reingehen und gucken, ob Kisame hier hat irgendwas fallen lassen. Aber hier nicht, da ist nur ein Hebel. Und jetzt haben wir die schöne Ruin von Kompa-Musik wieder. So, wachsen wir einfach mal diese Bodenstange in die Höhe, damit wir da auch hochkommen. Und schauen wir, ob hier drüben noch was ist. Hier kann man runterrutschen. Okay, hier ist ein Stein. Mit einem Stein. Reise stets mit wachsamem Blick und starkem Herzen. Wir wurden vollständig geheilt. Warum habe ich mich... Egal. So. Sonst war hier, glaube ich, nichts Nennenswertes, oder? Nö. Okay. Was haben wir denn da auf dem Schild stehen? Schilder sind manchmal sehr, sehr lustig sein. Harappa heißt die Stadt. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal. Auf nach Harappa! Aber bevor wir nach Harappa gehen, weiß ich, da gibt es noch was anderes, was ich gerne haben möchte. Ja, ich habe nachgeguckt. So, lasst mich. So, da wir jetzt ja auch zwei Merkur-Gins haben, können wir natürlich auch... Oh mein Gott, das ist eine kleine Elfe. Megere. Nicht Megere. Eine Reine beschwören. So. Dazu müssen wir sie aber erstmal aktivieren. Reef ist natürlich auch Stabkämpfer. Wie soll das auch anders sein? Genauso wie die Mutter. Und ganz ehrlich, ich hätte viel lieber Norel mitgenommen. Die hat wenigstens noch ein bisschen Krebs im Kopf. Reef auch. Aber er ist nervtötend. So. Ich mag Reef nicht. Aber wir haben Tyrell dabei. Solange Tyrell da ist, alles in Ordnung. Genauso wie Chiara. Und Matthew. Nur Tyrell stört. Naja. Gut. So, machen wir einfach mal wieder totale Gin-X-Action. Wie sollte schon mal noch sein. So. Und noch einmal Frische zum Schluss. Damit wir auch diese Ratte oder Maulwurf, ist ein Maulwurf, ne? Ich gucke mal nicht auf die Namen von den Gegnern. Ich weiß mal nicht, was das ist. Das ist ein Gegner, mehr brauche ich nicht wissen. So, ist das ein Maulwurf? Das sollte ein Maulwurf sein. Das sieht aus wie ein Maulwurf. Das sieht aus wie ein... Das ist ein Clown-Maulwurf. Dankeschön. So. So, ich will mal eben ganz kurz noch was gucken. Nämlich, welches Level ist der Reef eigentlich? Level 10, wie wir auch. Siehst du, dann passt es ja richtig schön mit dem Teilen. Man kann Musik machen, schön. Alles klar. So. Gender da links.
Da gibt's was, was ich möchte. Also links halt, ne? Also nicht Westen oder sowas. Nein, links halt. So. Dann hauen wir einfach mal alles raus. Wir haben jetzt Atalanta, wir haben eine Reide, wir haben Ramses. Das macht natürlich der Matthew. Und natürlich die wunderschöne Atalanta. Ich weiß gar nicht, ob wir so weit kommen. Ach, wir haben noch gar nicht hier. Kirin. Das macht nichts. Mal schauen, ob wir noch bis zu einer Reide hinkommen. Erstmal Atalanta. Ja, ist ja gut. Ich spul ja schon vor. Yeah. Aber das sind so Beschwörungen, die kann man sich gerne öfters angucken. Wo ist es nicht? So, wir sind nicht mal bis in die Reide gekommen. Aber es macht nichts. So, Level up. Level up, puh. So, darf ich jetzt da nach links? Also so ein bisschen mehr ist das schon geworden mit den Gegnern, ne? Hab ich nichts gegen. Aber wie gesagt, nimm mal das mit. So, du greifst einmal normal an. Chiara wird auch normal angreifen, weil sie ihre Jins vorhin auch alle verbraucht hat. So, dann kannst du eben Kirin. Was immer noch nicht Kirin machen? Tyrell, was kannst du eigentlich? So. So, dann kann der Reef, ne? Vielleicht schon mal in die Reiter einsetzen. Wow. Ich glaube, Matthew mag keine Elfen. So, eine Reide. Sieht so schön aus. Ja. Weil leider ist die Schildkröte nicht mehr da. Dafür haben wir jetzt ein Seepferdchen. Naja. Das ist das einzige Negative an dieser Beschwörung. Die Schildkröte ist nicht mehr da. So. So, hier oben gibt es nämlich eine Höhle. Und diese Höhle wollen wir rein. Und hier brenne ich alles. Feuer, Feuer. Wir müssen es löschen. Aber erstmal nehmen wir das mit, was hier in der Kiste drin ist. Nämlich nix. Hat der Kisame bestimmt geklaut. So, da Briefe jetzt dabei haben. Was kann er denn noch so schönes? Gebet und Giftheilung, natürlich. Was auch sonst. So, den mache ich mal eben auf rechts. Und nicht so oft ins Menü rein müssen. So. Hier ist deine Regenwolke. So, und den Regenschauer kann ich auch gleich wieder rausmachen, weil ich jetzt den Greifer brauche. Obwohl, ich lasse ihn mal eben drin. Ist ja nicht so schlimm. So. Greifen wir uns mal eben kurz darüber. So. Und dann können wir uns eine neue Beschwörung holen. Ich habe nichts angefasst. Noch nicht, aber gleich. Was so? Matthew, fass bitte. Fiste bitte. Danke. Fass es an. Und zwar haben wir hier Megara. Das hättet ihr euch wahrscheinlich auch schon gedacht, weil ich vorhin statt Nereide Megara aus Versehen gesagt hatte. Ich habe mich gespoilert, ne? Okay. Was brauchen wir noch? Ein Mars und ein Jupiter. Alles klar. Habe ich. Alles da. Gut. Megara. Okay. Ich habe schon mal im zweiten Teil von Golden Sun so gemocht, Megara, weil es einfach so krasser Feuerengel ist mit Schwertern. Das ist doch geil. So, jetzt habe ich schon was dabei. Nein, ich habe dich noch nicht. Mir fehlt noch ein Jupiter-Gin. Dann werden wir natürlich erstmal wieder alles hier drauf ballern, was wir haben hier auf die Elfe. Die mag Matthew nämlich nicht so gerne und einmal noch Esse und ja, Geysir. Und dann schauen wir mal, was überlebt. Und Chiara mag Elfen, doch ein bisschen lieber als der Matthew. Und Matthew mag auch keine Maulwürfe. Das liegt am Elfenrapier, weil der einfach total viel Angriff gegeben hat. Nein, die Synergie von Tyrell wurde blockiert. So ein Mist, aber auch. Au. Der hat sich zu mir hingebuddelt. Jetzt möchte ich mal kurz was ausprobieren. Bei den alten Spielen war das ja so, wenn man einen Gegner angegriffen hat und der Gegner dann tot ist, konnten die anderen den nicht mehr angreifen. Ich möchte mal kurz ausprobieren, ob das hier auch so ist oder ob die so schlau sind und dann den Maulwurf angreifen. Ja, das war hier nämlich auch neu. Da habe ich mich damals auch sehr tierisch drüber gefreut. Dass sie da nicht so tun, so auf wegen, ach, der andere ist tot, der andere ist dann ja egal.
Das hat auch immer so ein bisschen gefehlt. So, jetzt können wir ja nach Harappa gehen. Das müsste hier oben gleich rechts sein. Oder bin ich jetzt wieder falsch gelaufen? Das kann auch sein, dass ich nach unten laufen muss. Bin ich wieder in die falsche Richtung gelaufen. Hab ich mich ein bisschen vertan. Weil da kommen wir ja auch hier. Da war ja nichts weiter. So, Maulwurf tot. Ne, hier war ja nichts weiter. Nee, okay. Bin in die falsche Richtung gelaufen. Sorry! Kann man ein bisschen mehr kommen als nur ein Gegner? Lohnt sich ja gar nicht, hier Megera anzugreifen. Oder mit Jinx oder was weiß ich. Weil brauche ich mit der Gruppe nur einmal draufhauen, ist er auch weg. Das ist zwar schön zum Farmen von Erfahrungspunkte, aber so im Nachhinein doch ein bisschen nervig. Und hier ist voll die fucking Klippe. Und das ist ein Hauptgoblin. Okay, der ist schon ein bisschen stärker, da hauen wir halt ein bisschen. Mit den Djinns drauf, so. Ja, seht ihr, wie ich mit den Djinns da drauf hau? Das ist der Wahnsinn. Übrigens, Chiara, du könntest Megera einsetzen. Da ist sie. Moment, wir greifen einmal normal an. Und der Leaf, der kann auch mal der Frische angreifen. So, jetzt schauen wir uns mal Megera an. Überhaupt nicht übertrieben oder sowas. Jetzt hat sie nicht nur noch zwei Schwerter, jetzt hat sie vier. Weil doppelt hält besser. Was? Nein, egal. Macht aber leider nicht so viel Schaden. Das ist immer das mit den Beschwörungen. Die machen nicht so viel Schaden, als wenn man eine reine Elementbeschwörung macht. Macht zwar auch schon Schaden, aber nicht so viel. So. Ich wollte sagen, jetzt sind wir in Harappa endlich mal da, aber dann kam da noch so ein Goblin. Da war dann auf einmal noch so ein Goblin. Hier, Chris Ramses oder hier. Chris hat auch eine Böe ins Gesicht geschmissen. Oder ich glaube, Kirin hat. Kennt Kirin auch noch? Nö, hier, Chris auch Mars. Hier und Snickers, Chris auch noch oben drauf. So. Der Witz ist so alt, aber ich bringe ihn trotzdem immer wieder gerne. So. Sollte eigentlich nicht lange überleben, wollte ich gerade sagen. Genau. So. Was fällt dir noch ein, mir vor die Füße zu latschen? So. Darf ich jetzt nach Harappa? Da, darf ich da rein? Danke. Dies ist Harappa, die Stadt der Ruinen. Ich war mit Meister Crane bereits einmal hier. Stadt der Ruinen? Es sieht doch überhaupt nichts alt aus. Ich war noch nie in einer richtigen Stadt, aber diese hier sieht aus, als wäre sie gerade erst gebaut worden. Wie es scheint, fühlt sich mir für bereits wie zu Hause. Nun, in einer Stadt der Ruinen gibt es doch sicher irgendetwas Altertümliches zu bestaunen, oder? Ich schätze schon. Was? Moment mal, wieso plötzlich so klein und her? Ich habe auf alles eine Antwort. Ich war bisher nur einmal in Harappa und auch nur auf Durchreise. Ich hatte kaum Zeit, mich hier umzuschauen. Mein Papst sagt immer, dass man Großstädte niemals trauen darf, weil sie alle lügen und betrügen. Aber die Leute hier scheinen eigentlich alle ganz nett aus. Ich glaube, wir könnten ihnen trauen, oder? Ja, das ist völlig in Ordnung. Ich denke auch. Außerdem, wenn wir hier vier zusammenhalten, dann kann uns ohnehin niemand übers Ohr hauen. Wie auch immer. Wir sollten uns auf jeden Fall für unsere Reise rüsten. Also, etwas Beeilung. Sei gut, Reef. Ist alles in Ordnung. Und wie Tyre schon sagte, ja, ich habe auf alles eine Antwort. Gut, wir sollten uns auf jeden Fall sehr gut ausrüsten. Und schauen einfach mal, was der nette Herr so hat. Und er hat einen Hexenstab. Den geben wir natürlich Grief. Ja. Ja, nimm den Holzstab. Ist in Ordnung. So, uns hat doch nichts, ne? Nein. Gut, dann gehen wir mal zu den normalen Waffen hier. Ich vergesse mal, dass ich oben ein bisschen gucken kann. Und. Das Bogen! Der Bogen! Ja, der Bogen! Ja, nimm mal mein Zeug! So.
Mehr hat er für uns leider nicht. Dann gucken wir mal eben kurz bei der Rüstung noch. Und hat der was? Nein. Man kann es immer ein bisschen im Hintergrund sehen, aber wenn direkt nur ein einziges Teil da ist, wie bei den Waffen eben gerade, dann sieht man das nicht so gut, weil da oben nämlich auch die Schrift noch vor ist. So, das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ich bin nicht Shopping hier. Geht in dem Menü ja Gott sei Dank eigentlich ziemlich schnell. Finde ich ganz gut. So, Reisejacke. Da ist noch ein Reisegewand. Für die Lief. Das halten wir auch endlich mal ein bisschen mehr aus. Das kann ja nie schaden. So, dann haben wir hier noch einen Lederarmreif. Chiara. Und für den Reef. Und das noch. Und das. Und das noch. Guckt euch das Zeug an. Chiara, jetzt übertreibt bitte nicht. Oh mein Gott, was sie haben. So viel Glitzerkram. So, noch ein Topfhelm. Ich finde das auch schön mit dem Menü direkt darüber, dass man auch richtig schön gucken kann. Das war, ob man es braucht oder nicht, ob das auch schön Verteidigung hoch macht und weiß ich nicht, was alles. Ich wollte eigentlich noch Zeug loswerden, was ich nicht mehr brauche. So, und zwar hier all diesen Scheiß, den ich eigentlich mal benutzen sollte, aber eigentlich nicht mache. Cool, dann haben wir noch Rauchbomben. Kannst auch alle haben. Nimm mal mein Zeug! Schlaf haben wir hier. Nimm es! Psi-Granate. Sieht doch aus wie eine echte Granate. Finde ich auch so gut, den Pürstelschein. Und das Langschwert kann auch mal weg. Ich finde schön, dass sich die Inventare von alleine sortieren, dass man das nicht mehr per Hand machen muss. Und naja, so Langschwert, das kann auch endlich mal weg. Und der Reef hatte, glaube ich, ja hier, Heilkräuter. Wir haben Synergie, wir brauchen sowas nicht. So. Gut. Dann sind wir erstmal voll ausgerüstet und das ist ein sehr schöner Glitzerkristall hier in der Mitte. Und ich würde auch mal sagen, dass wir uns dann im nächsten Part ein bisschen mehr in Harappa umgucken. Allein mal schauen, ob es vielleicht hier doch noch irgendwelche Sehenswürdigkeiten gibt, die wir uns anschauen können. Und ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Warum klatscht du die ganze Zeit in die Hände? Ach, sie ruft Kunden herbei. Natürlich, der Detail. So, also vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Gongsan. Die dunkle Dämmerung. Also, tipp, 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 tipp. Zu viele Days. Also tschüss und bis dann.